Ich bin geehrt, dass ich als erster CEO eines privaten Konzerns Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein darf. Leider wird meine heutige Rede überschattet von unzähligen Spekulationen, dass mein Unternehmen eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, die gezielt abgestimmt ist auf bestimmte ethnische Gruppen. Ich begegne diesen Anschuldigungen direkt. Entwickeln wir so eine Waffe? Nein, wir tun's nicht. Aber wir haben sie entwickelt. Aber bei allem Respekt, die Vereinten Nationen sind ein Relikt aus vergangener Zeit, als die Nationen noch in der Lage waren, die Probleme der Welt zu lösen. Aber das sind sie heute nicht. Nicht mehr. Vor allem, weil sie diese Aufgabe abgetreten haben. An mich. Ich schickte Männer, die starben in ihren Kriegen. Somit fühle ich mich qualifiziert zu sagen, ihre Kriege funktionieren nicht. Darum ändern sich meine Prioritäten. Von Profit zur Politik. Denn Politiker wissen nicht, wie man Probleme löst. Aber ich schon. Stellen wir es klar. Ich bin hier und löse der Welt Probleme. Und ich glaube wirklich, die Probleme der Welt beginnen mit euch. Was zur Hölle war das denn? Ich weiß auch nicht. Aber es klingt, als ob eins den Krieg erklären würde. Seine CBRNs sind zerstört. Ohne Manticore hat Atlas keine Chance. Cormac! Sieh dir das an! Zeig es mir. Wir haben die Upload-Verschlüsselung geknackt. Und was ist das? Potenzielle Ziele. Irons hatte einen Plan B, falls man Atlas in die Enge treibt. Ein Präventivschlag. Er will uns ausschalten, bevor der Kampf richtig losgeht. Ein direkter Angriff auf die USA? Ist Irons dazu wirklich bereit? Wie ist der Plan? Sie können nicht alle gleichzeitig angreifen. San Francisco. Die ganze dritte Flotte ist in der Bucht. Ich brauche euch zwei im Einsatz. Los! Yo, meine Freunde von Call of Duty Advanced Warfare. Mein Name ist Viva, Outpip Viva von Professional Board and Online Gaming. Und wir befinden uns in der 11. Mission des sensationellen Blockbuster-Titels. Wieder mal dabei, die Welt zu retten. Und Irons, der Mann, der die Weltherrschaft an sich reißen will, aufzuhalten. Was ist los? Haut ab! Bewegung! Los, los, los! Weißer Lieferwagen hat eben den Kontrollpunkt passiert. Verfolgung läuft. Und wir verfolgen den weißen Lieferwagen. Verfolgen, nicht angreifen. Ich bin los, voll im Gas. Ist sicherlich zu schaffen. Geiles Head-Up-Display hier. Im militärischen Fahrzeug. Coole Sache. Ja. Wir nehmen einfach eine Abkürzung. Über rechts durch die Baustelle. Noch drei Fahrzeuge haben den Kontrollpunkt durchbrochen. Sie kommen zu euch. Ah, man kann auch schießen. Sehr schön. Wie praktisch. An dem Tankwagen vorbei. Auch das haben wir geschafft. Upsi. Oh, Gegenverkehr. Mehrere Atlas-Fahrzeuge sammeln sich an der Brücke. Wir müssen die Flotte schützen. Admiral, es sind Feinde auf der Brücke. Code Rot für alle Einheiten. Also, ich stehe voll im Gas. Das war jetzt aber nicht meine Schuld, oder? Ziel erfüllt. Links oben eingeblendet. Somit sind wir auf dem richtigen Weg.
Wir treten einfach mal die ganze Tür raus. Kein Problem. Für Elite-Soldaten wie uns. Alles okay? Comic, unser Pitbull ist hin. Jo, gehen wir zu Fuß weiter. Freund oder Feind? Nee. Es kommen Soldaten aus den Atlas-Fahrzeugen. Nähern sich eurer Position. Die Zivilisten müssen von der Brücke runter. Die Polizei ist hier. Mitchell, Booster einsetzen. Wir müssen rüber zu diesem Wrack. Dann lauft er weg. Admiral, wir kämpfen gegen einen großen Atlas-Trupp auf der Brücke. Wir müssen alle Schiffe aufhalten. Oh, eine Granate. Welcher Tankwagen? Oh mein Gott, welcher Tankwagen? Ah, ein Dröhnchen war's. Ja, servus. Bester. Tschö, der war. Gideon, haben den Van in der Mitte der Brücke festgenagelt. Wir sind fast. Fairerweise schieße ich jetzt natürlich nicht auf die Zivilisten. Upsi. Pitbull ist ausgeschaltet. Der Zielvan ist an uns vorbei. Verstanden. Komme, ich brauche Feuerschutz. Negativ, der Van hat Priorität. Verdammt. Ja, springt da einfach so auf die Verkehrstafel. So, langsam geht mir hier die Munition aus. Oh, da kommen aber sehr viele. Wow, viele, viele, viele. Ach, der kniet da hinter dem Auto. Irgendwie habe ich immer ein leichtes Munitionsproblem. Kontakt! 12 Uhr! Verbündete voraus! Vorsicht beim Feuer! Na, wenn du mir in
Ach, in die Schuss, in den Schuss reinläufst. Ich meine, wie soll das gehen? Hey, stirb doch. Hoppla, das ist der eigene. Was ist hier? Er fällt nicht um. Wahnsinn, oder? Haben den Van eingekesselt. 50 Meter. Wir leisten Unterstützung. Servus, Mädchen. Ja, aber zackig. Aber zackig. Raus aus dem Hin. Wir haben den Fahrer. Den Van überprüfen, Mitchell. Sehr gerne. Sie lassen Boote ins Wasser. Drohnen! Ausschalten! Ausschalten! Die Drohnen abschießen! Zurück! Alle Mann zurück! Ah ja. Da wird Eric nochmal die Brücke gesprengt. Okay. Sonst noch jemand? Logisch. Mitchell, geht's dir gut? Verdammte Schweine. Gut, Brücke ist kaputt. Meine Freunde, auch hier wieder die Mission 11 mit dem alles bezeichneten Titel Einsturz haben wir beendet. Jo, das war's. Kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Viva.